Servus. Ich hoffe, man hört mich. Hi, hi. Ich muss nur kurz da was nachschauen. Was sollte eigentlich funktionieren? Hört man mich? Könnt ihr kurz reinschreiben, wenn das geht, weil ich möchte nicht umsonst reden hier. Ja, passt. Super. Perfekt. Cool. Okay, wie gesagt, heute wird eher ein Quickie. Ich habe natürlich sehr viel zu tun zurzeit, deswegen muss ich auch in ca. 45 Minuten wieder los. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich werde zuerst, es gab zwei, drei Fragen in der Gruppe, die werde ich zuerst machen und danach, wie jedes Livestream bzw. Live-Q&A, könnt ihr eure Fragen hier posten und ich werde sie so gut wie möglich natürlich versuchen zu beantworten. Ewald fragt, wie schaffst du es, deine Produkte so lange zu verkaufen? Du verkaufst die Produkte ja teilweise monatelang. Ich meine, wie findest du immer mehr Zielgruppen? Bei mir sind die Zielgruppen oft nach paar Wochen durch. Dann kommen noch die Lookalike-Audiences, aber die Lookalike performen meist nicht so gut, weil ich mit den normalen Zielgruppen nicht genug Daten gesammelt habe. Ich habe zum Beispiel eine Handyhülle über 500 Mal verkauft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch viel mehr verkaufen könnte. Nur leider weiß ich nicht, an wen ich das noch bewerben soll. In dem Fall zum Thema, wenn du, also wenn du längerfristig verkaufen willst, es gibt nämlich zwei Strategien. Es gibt Leute, die skalieren ein Produkt relativ schnell tot. Das heißt, da kommt dann auch relativ schnell das zusammen, dass Leute 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro am Tag generieren für eine relativ kurze Zeit und bis das Produkt natürlich tot ist. Habe ich auch schon gemacht, aber im Bereich Dropshipping bin ich eher der, der was eben nicht so hart skaliert, sondern einfach die Anzeigen länger laufen lässt, weil umso mehr Budget du reinhaust, umso mehr, umso schneller bist du natürlich mit den Zielgruppen durch. Das heißt, ich schaue immer, dass ich ein paar hundert Euro Profit am Tag mache mit einem Produkt zum Beispiel und lasse es dann so laufen. Das heißt, ich gehe nicht her und skaliere es tot. Hat natürlich zwei Vorteile. Das heißt, du hast länger die Chance, das zu verkaufen. Und B, deine Profitmarge leidet auch nicht so drunter, weil wenn du wirklich hart skalierst, sehr schnell, ist meistens so, dass dein Cost per Purchase aufgeht. Zum Thema Zielgruppen, grundsätzlich, ich fange dann irgendwann an, natürlich Lookalike-Audiences von allen erdenklichen und dann auch noch Audiences bzw. No-Targeting. Das heißt wirklich, dass ich gar nicht mehr targetiere und den Facebook-Pixel dann laufen lasse und die Arbeit machen lasse. Benedikt hat auch eine Frage zum Thema Targeting. Sag uns mal bitte, was du vom Broad-Targeting, also Targeting ohne Interessen hältst und ab welchem Betrag pro Tag du es empfiehlst. Halte ich sehr viel davon, vor allem wenn du schon sehr viel Sales hattest oder einige Sales hattest. Und budgetmäßig musst du beim Broad Targeting also 20, 30 Euro Minimum am Tag und das müsstest du auch länger laufen lassen als 3, 4 Tage, sondern da ist halt so, dass Facebook längere Zeit braucht, um das zu optimieren. Manuel hat eine Frage zum Thema DSGVO bezüglich Facebook-Pixel zu dem Thema. Also ich werde darauf jetzt nicht so viel eingehen, weil ich ein Video mache zu dem Thema. Es ist grundsätzlich, es sind mehr Sachen zu machen, wie du es eh geschrieben hast, du hast geschrieben, also im Detail mit dem Facebook-Pixel. Der Rest rundherum ist ja eigentlich nur aufwendig, aber einfach, das stimmt. Das heißt, man muss halt einfach ein paar, so wie dieses Verzeichnis muss man machen, die Texte anpassen und eventuell bezüglich Facebook-Pixel, wie gesagt, da wird es ein separates Video geben. Und das Ding mit der DSGVO ist, das Problem, beziehungsweise ist,
dass es einfach keine Fallbeispiele gibt. Was ich euch hier und jetzt empfehlen kann, definitiv bis zum 25., dass ihr A, wenn ihr das nicht schon habt, eine Rechtsschutzversicherung abschließt. Ganz, ganz wichtig, weil wie ich im deutschsprachigen Raum oder beziehungsweise in Deutschland die Leute kenne, da werden definitiv diese Abmahnanwälte oder da gibt es ja diese eigenen, ihr kennt die sicher eh, die definitiv da sehr viel Geld wittern. Das heißt, grundsätzlich würde ich als Schritt 1 mal definitiv eine Rechtsschutzversicherung abschließen, wenn ihr das nicht schon habt. Und zusätzlich würde ich auch auf Dienstleister zurückgreifen, wie vielleicht Trusted Jobs, IT-Rechtkanzlei. Ich bin bei IT-Rechtkanzlei, um da ein paar Sachen auch schon über die laufen zu lassen. Aber wie gesagt, dazu kommt die Woche noch, ich hoffe, es geht sich auch bis Ende der Woche, kommt dazu ein Video. Alright. Moin, moin, servus, Marco, hi, was geht ab? Alles gut, alles fit, ist bei euch auch so heiß. Derzeit schaut es aus, als wird es jetzt, also es wird regnen anfangen, aber es ist ganz okay. Hallo Ricardo, bekommt man, wenn man was bestellt bei AliExpress, eine Tracking-Nummer? Kommt drauf an, welchen Versanddienstleister du nimmst. E-Packet zum Beispiel, bekommst eine. Mahlzeit aus Köln, Mahlzeit. Hab heute meine ersten 130 mit Shopify gemacht, mit 10 Euro Adspend. Hab sehr viel dir zu verdanken. Freut mich sehr, Marco. Keep going, okay. Durchziehen und skalieren und schau, dass du deine ersten 1000 Euro am Tag machst. Freut mich wirklich sehr. Ton ist gut, super. Hey, Smile, yes. Bitte schilde uns deine Maßnahmen zur DSGVO. DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Ja, kenne ich nur DSGVO. Wie gesagt, das wäre jetzt, wir sind da mit ein paar Experten, sag ich mal, in dem Umfeld unterwegs. Die Informationen habe ich noch nicht. Die bekomme ich jetzt bis Freitag und dann übers Wochenende mache ich das Video dazu. Grundsätzlich, der eine Teil der ESGVO ist relativ einfach, aber du musst halt Sachen machen, so wie Verträge abschließen, dieses Verzeichnis und so weiter. Andere Sachen werden wir sehen. Die Leute, die was aus Österreich kommen, da wurde es ja ein bisschen entschärft, ist trotzdem kein Freibrief, sage ich mal, aber von den Strafen ist es jetzt entschärft worden. Finde ich auch gut von Österreich, dass die mal hier ein bisschen Eier beweisen. Wie machst du das mit den Videos? Dauert doch Wochen, bis du das Produkt bestellst und das ankommt, damit du ein Video machen kannst. Ja, es kommt darauf an, meistens bekomme ich die von Supplier, da ich schon eine gute Verbindung zu dem habe und die machen mir dann die Videos. Muss man auch auf die DSGVO achten, wenn man nur außerhalb der EU verkauft? Nein, es ist so, natürlich, wie gesagt, diese Aussagen bitte unverbindlich, weil DSGVO ist ein Thema, wo sich noch keiner ein Bild machen kann, aber grundsätzlich ist es so, dass nur wenn du europäische Kunden hast, also europäische Daten verarbeitest, dann trifft die DSGVO auf dich zu. Egal, ob du in Deutschland deine Firma hast oder nicht, weil wenn du nur Kundendaten von Amerikanern hast, ist das keine Datenschutzgrundverordnung für Europa und dahingehend trifft es dich auch nicht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Online-Shop hast und in Amerika verkaufst, kann dir die DSGVO Schnuppe sein. Aber sobald du einen Kunden aus Europa hast oder sobald du europäische Kunden hast, dann trifft das auf dich zu. Sollte ich eine Ad duplizieren und hochskalieren, wenn ich nach 3 Tagen nur einen Sale gemacht habe? Würde ich nicht. Also ein Sale ist zu wenig. Versuche eine eigene Marke mit Bartöle zu kreieren. Auch die passenden Supplier gefunden. Jedoch kostet das Sample zwischen 30 und 60 Euro. Ist das normal? Ja, also ich habe für Hey Smiles, für mein Sample 130 sogar gezahlt. Kann durchaus sein, ja. Sehr gut, ich will Geld machen. Sehr gut, dann fang an. Nur noch USA-Shops wegen DSGVO? Würde ich jetzt nicht sagen. Es ist eine Umstellung, Leute. Also es wird ja viel Wirbel drum gemacht. Es ist einfach ein Thema, das jetzt aufgepauscht wird. Ich sage mal, die Anfangszeit wird heikel. Ich, das ist meine persönliche Meinung, glaube natürlich, dass Leute wie du oder auch ich oder wie gesagt, wir sind trotzdem auch ich bin noch zu klein, um, also ich glaube, die werden vorrangig, oder ich hoffe es zumindest,
wirklich auf große, wirklich große Firmen gehen, um das da durchzuziehen. Aber grundsätzlich, es ist einfach eine Veränderung. Veränderungen sind manchmal gut, manchmal schlecht. Es ist eine Anpassung, aber es wird nach, ich sage mal, nach 1, 2, 3 Monaten wird Schwamm drüber sein und jeder wird das implementieren und fertig ist. Wie läuft das Mastermind ab? Wird das ein Videokurs? Ja, es wird so halb Videokurs, halb eben live, das heißt, das ist wöchentlich im Livestreams und die Agenda habe ich, glaube ich, eh geschickt. Grundsätzlich, es ist, du hast eine Datenbank, beziehungsweise du hast einen Online-Bereich, wo du für Lifetime, wo alles drinnen ist, was du benötigst, plus eben die Live, plus Workshop, plus WhatsApp-Gruppe, Facebook und so weiter. Also es ist so teils Video, sag ich mal, teils live. Wie sieht es mit Haysmiles aus? Was kommt als nächstes oder was sind die nächsten Schritte? Ich bin jetzt in Verhandlungen mit dem Supplier. Ich bekomme jetzt kommende Woche ein Muster, aber nur von der Gel-Formel, weil das Problem ist, ich habe es eh hier, das hier müssen die komplett, also das komplett, die werden für mich das im Prinzip machen, für uns, für meine Marke, dieses Kit. Und jetzt bekommen wir nur mal das Gel, wenn das passt, wenn das hinhaut. Wir nutzen jetzt dabei eben diese Komponenten, die sind noch von alten Supplier. Wenn das passt, dann werden wir die erste Bestellung tätigen. Und ja, grundsätzlich das einzige Problem ist eben, dass bei europäischen Supplier, dass wir hier 2000 Stück abnehmen müssen. Das heißt, Haysmiles wird ein fünfstelliges Investment, hatte ich nicht geplant, aber gut, ich glaube daran deswegen. Wie sieht es aus, wenn ein Europäer sich plötzlich im Newsletter einträgt? Ja, dann ist schon zu spät. Das heißt dann, sobald jemand aus Europa sich irgendwo mit irgendwas einträgt, greift die DSGVO. PagePost oder normale Sponsored Ads? Ich mache eigentlich hauptsächlich normale Sponsored Ads. Bist du echt ein Vorbild? Gibt es so viel Gratis-Content aus? Vielen lieben Dank. Freut mich zu hören. Was ist, wenn man aus Versehen eine gut laufende Ad ausgeschalten hat? Sollte man die einfach wieder anschalten? Schwierig, weil sobald du die ausschaltest, die Daten im Prinzip weg sind. Du kannst sie natürlich wieder einschalten und hoffen, dass sie wieder zurückkommt zu dem gleichen, also wenn sie gut gelaufen ist, kannst du nur hoffen, weil mir ist das auch schon öfters passiert und danach war Katastrophe. Was ist, wenn man aus Versehen eine... Hallo, ist Dropshipping kompliziert? Würde ich nicht sagen. Also das Prinzip, es ist etwas zum Lernen natürlich, etwas zum, genauso zum Investieren, etwas zum, vor allem im Marketing. Du musst einfach nur lernen. Dann ist es nicht mehr kompliziert. Es sind ein paar Schritte zu befolgen. Du musst dir Wissen aneignen, was alles abgeht, wie es funktioniert genau, und danach musst du es halt auch durchziehen. Mein Zahnarzt hat gesagt, dass diese Zahnbleaching zu Hause Kids nur von Zahnärzten angewendet werden dürfen. Dann kannst du dem Zahnarzt sagen, stimmt ab einem, wie heißt der Wert hier, wenn das 0,1, also wenn das, wie heißt das, der Peroxidegehalt über 0,1 ist, dann geht es nur von Zahnärzten. Deswegen, ich hatte ja massiv Probleme am Anfang, das durchzuboxen. Und dann haben wir eben diese Formel entdeckt, die darf nicht über 0,1 sein. Und dann darfst du es verkaufen, weil dann fällt es nicht unter zahnmedizinisches Zeug, sondern es ist ein Kosmetikprodukt. Verschickst du immer mit ePacket, habe einige Order reinbekommen, aber kann nicht mit ePacket versenden, weil nicht verfügbar. ePacket, AliExpress Standard Shipping, was anders würde ich nicht empfehlen oder beziehungsweise halt, dass du wirklich Trackings auch hast, Tracking Codes. Was ist nun besser bei einer eigenen Marke?
Gründen, wenn man knapp bei Kasse ist. Absprachen mit den Händlern, Werbeanzeige schalten und warten, bis jemand kauft, Recoach oder Landingpage, Chase Mais. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, ich habe Recoach mit im Prinzip 100 Euro gegründet. Haze Miles in dem Fall wird massiv teurer, einfach aus dem Grund, weil ich nämlich den Supplier immer aus Europa habe und da schon 2000 Stück abnehmen muss. Und deswegen, du hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst auch sagen, okay, ich baue mir zuerst Social Media Kanäle auf, baue die auf, Instagram zum Beispiel auf 15.000k und dann kannst du die im Prinzip kannst du schon dazu bringen, dass die dann deine Marke kaufen in einer Nische. Und ich habe die Landingpage für Haze Miles einfach nur erstellt, weil ich schon Instagram jetzt erstellt habe und die Fanpage. Und ich wollte halt, dass sollten Leute Interesse haben, dass sie sich schon eintragen können. Die wird aber jetzt eh überarbeitet. Die habe ich damals schnell gemacht. Pascal, was denkst du über Online-Marketing? Ich liebe es. Kannst du bitte nochmal erklären, wie du skalierst, als Anzeige duplizieren, aber in welchem Betrag, welchen Beträge skaliert man dann weiter hoch und in welchen Abständen sollte man den Betrag erhöhen? Das Thema Skalieren ist im Endeffekt ein schwieriges Thema, weil es gibt 10.000 verschiedene Strategien, genauso wie Facebook-Ads. Grundsätzlich, ich dupliziere meistens und baller das Budget dann hoch, Minimum 50 Euro und lasse es dann wieder 3, 4, 5 Tage laufen. Ich teste auch immer zwischendurch drin, dass ich gar nicht dupliziere und einfach die Ad Set erhöhe. Und ich mache auch ab und zu Hard Scaling, das heißt, dass ich von 5 Euro Anzeigengruppe am nächsten Tag auf 20, am nächsten Tag auf 50, am nächsten Tag auf 100 gehe. Das heißt, es gibt mehrere Strategien. Und aber in welchen Beträgen skaliert man dann weiter hoch und in welchen Abständen sollte man? Und ja, grundsätzlich, jedes Mal, wenn du eine Anzeige veränderst, brauchst du wieder Tage, ein paar Tage, um wieder auf den Level zu sein. Das kann man leider pauschal so jetzt nicht sagen, was die beste Scaling-Strategie ist. Bei Facebook wird mir fast nie die potenzielle Reichweite angezeigt, wenn ich die Anzeigengruppen erstelle. Und das sind meistens auch nur Schätzungen und bei den Ergebnissen steht da. Könnte ein Bug sein, aber wenn du Probleme hast, dahingehend würde ich den Facebook-Support kontaktieren. Wenn du ein Produkt global verkaufst, fängst du dann in einem Land an, das Produkt zu bewerben und gehst erst mit den LLAs auf weltweit oder fängst du direkt an, global zu targetieren? Ich fange direkt an, global zu targetieren. Das heißt, ich gebe bei Facebook ein weltweit, das kannst du nämlich machen, und dann exkludiere ich Asien, Afrika, Europa und ja. Dann geht es schon dahin. Habe es 15 Sales in 2 Adsets mit 15 Dollar Budget. Wie am besten weiter skalieren? Ich würde duplizieren und mal auf 50 Dollar hauen. Ist das normal? Wie gesagt, bezüglich der potenziellen Reichweite würde ich da Facebook Support kontaktieren. Ich sehe sehr viele 100.000 Abonnenten bei anderen YouTube in Amerika und so weiter und es werden immer mehr. Ist Dropshipping nicht bald tot? Dropshipping kann nicht tot sein, das gibt es schon seit 10 Jahren und das wird es noch 10 Jahre geben. Es wurde jetzt hart gepusht natürlich von allen Seiten, klar. Aber im Prinzip, das wäre das Gleiche, wenn du sagst, E-Commerce wird sterben und E-Commerce ist eine wachsende Branche. Immer mehr Leute kaufen online und Dropshipping ist nur eine Versandart. Kann man einen bestehenden, gut gefütterten Pixel für einen neuen Store nutzen? Klar. Was waren sehr profitable Produkte bei dir? Erst nützliches Gadgets, eben die Kinder-Smartwatch, gibt es viele. Also ich habe damals angefangen im Schmuckbereich, würde ich jetzt nicht empfehlen, weil da sehr viele reingehen. Da habe ich kreuz und quer Jesus-Armbänder, Buddha-Armbänder verkauft. Verkaufst du eher hochpreisige Produkte, 40 plus? Ja, ich gehe jetzt Richtung teurer, also unter 20 Euro verkaufe ich fast gar nicht mehr. Und wenn 20 Euro dann mit BOGO-Offers, das ist Buy 2, Get 1 Free, weil du natürlich einfach eine höhere Average Order Value brauchst.
Wie kommen meine pro Kaufkosten niedriger? Ja, im Endeffekt, Zielgruppen ist deine Zielgruppe und wie Facebook halt optimiert. Das heißt, dieser Wert kann auf Dauer, umso länger die Anzeige läuft, runtergehen. Dieser Wert kann aber erst runtergehen, wenn du sagst, okay, du weißt zum Beispiel, woher deine Käufer kommen. Die sind 20, zwischen 20 und 40 und aus oder zwischen 20 und 40 und männlich. Dann würde ich das duplizieren und eine spezielle Anzeige für die machen. Hat Dropshipping noch Zukunft? Wie gesagt, ich habe es eh schon, Dropshipping wird es immer geben, wird es noch in 10 Jahren geben. Das Ding ist, wie gesagt, jeder kann selbst entscheiden, was er machen will. Du kannst Dropshipping die nächsten 20 Jahre genauso machen. Ich bin halt der Meinung, dass du, wenn du Dropshipping machst und irgendwann erfolgreich bist, dass du das Geld investieren solltest in eine eigene E-Commerce-Marke. Das ist mein Werdegang, das lege ich auch jedem ganz offen ans Herz, weil grundsätzlich Dropshipping eher Richtung Cashflow geht und eine E-Commerce-Marke natürlich was langlebiger ist, sage ich mal. Weil du hast dann meistens eine Handvoll Produkte und du weißt, okay, die verkaufen sich eventuell sogar monatlich, kannst Stammkunden aufbauen und beim Dropshipping ist eher Produkt finden, Geld machen, nächstes Produkt finden, Geld machen. Was unternimmst du rechtlich, damit du geschützt bist, falls mal Schadstoffe oder ähnliches in einem Produkt sein soll? Grundsätzlich schaue ich, dass ich solche Produkte so oder so meide, aber ich habe Versicherungen in Form von Produkthaftpflicht, ich habe Versicherungen von Betriebshaftpflicht, dann habe ich Rechtsschutzversicherungen, Anwalt, das heißt grundsätzlich, das sind die Sachen, was du machen solltest. Lohnt sich eBay, Amazon als Dropship-Plattform? Nee. Das Problem ist, da sind ja auch die Chinesen schon teilweise um. Braucht ja nur durchschauen. Da die Chinesen gehen ja selbst auf Amazon. Aber was die Chinesen definitiv nie selbst machen werden, ist einfach einen eigenen Shop machen oder halt selten und ihre Produkte so verkaufen, weil dafür sind sie, keine Ahnung, haben sie anscheinend keinen Bock. Servus, Support hat mir heute sehr geholfen. Facebook-Chat-Rules. Sehr gut, Alexei. Lohnt es sich noch, Schmuck zu dropshippen? Der Shop ist professionell gestaltet und kein Standard-Shopify-Theme. Deine Meinung? How's that? Nee, also ich bin weggegangen von Schmuck, ganz einfach, weil es jeder schon gemacht hat oder weil es jeder macht, jetzt auch mittlerweile. Und ich habe es eh schon öfters gesagt, von 10 Leuten starten 8 im Schmuckbereich. Heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist einfach von vornherein ein Fakt, dass du definitiv viel mehr Konkurrenz gehst, hast, als wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich verkaufe Produkte in Bereichen wie Golf, Tennis oder was auch immer, macht fast keiner, habe ich noch nie gesehen. Und das ist nämlich das Ding, was ich versuche, den meisten Menschen natürlich mitzugeben, geht in Nischen, wo die meisten gar nicht hineingehen, weil du wirst automatisch viel, 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 viel leichter tun. Hast du noch Dropshipping-Shops? Wenn ja, welche? Ja, ich habe Dropshipping-Shops, aber die veröffentliche ich nicht, weil ich schon sehr oft tot kopiert worden bin und jetzt habe ich mir eine andere Strategie überlegt und meine Shopify-Shops oder Dropshipping-Shops findet jetzt keiner mehr, hoffe ich zumindest. Du sagtest im Skalieren-Video, dass man Produkte ruhig höher preisen soll, aber für Rickshop sind das noch die gängigen Preise. Wie hast du die Kosten damals decken können? Rickshop war 2016 und 2016 war Facebook Ads relativ günstig. Das ist der Grund, warum ich dann im Skalieren-Video gesagt habe, okay, schaut, dass ihr höherpreisig geht und weil natürlich Facebook auch jedes Jahr gieriger wird. Hast du außer Facebook und Instagram noch andere Ad-Plattformen genutzt? Ich habe kurzzeitig mal Snapchat-Ads probiert, aber das werde ich nicht für Dropshipping jetzt forcieren, sondern für andere Bereiche, also eher im Personal Brand. Ich Google AdWords, aber eher im E-Commerce Brand. Das heißt, für Dropshipping kann ich eigentlich getrost sagen, dass ich 100% Facebook-Ads benutze. Wirst du Lookalikes von Produkten erstellen, die leichte Verluste einfahren? Und wenn ja, lässt du die verlustreichen Adsets laufen, um die Pixel zu finden? Ja, das mache ich. Das ist meine Strategie ist eigentlich, dass ich die ersten Kampagnen nur mache, um Daten zu kaufen.
um dann Lookalike Audiences zu machen. Das heißt, mir ist relativ egal, was da passiert. Natürlich schaue ich, also wenn ich komplett ins Minus fahre und gar nichts sich bewegt, keine Add-to-Cards, keine Sales, dann lösche ich es. Aber grundsätzlich mache ich sonst immer Lookalike Audiences. Und die verlustreichen Adsets, je nachdem, mittlerweile lasse ich sie schon länger laufen, ist natürlich einfacher, wenn du dementsprechend das Budget hast. Wo ich kein oder noch nicht so ein großes Budget hatte, habe ich sie relativ schnell dann entfernt. Optimale Zielgruppengröße deiner Ads. Ja, ich habe mittlerweile Zielgruppengröße von 5 bis 30 Millionen oder auch 1 Million, zwischen 1 und 30 Millionen. Grundsätzlich würde ich anfangen eher im Bereich 100.000 bis 1,5 Millionen. Und wenn du dann Daten hast, dein Pixel-Daten hat, dann kannst du immer schön weiter raufgehen. Ich würde sagen, so bei 500 Sales, zwischen 300 und 500 Sales, kannst du dann auch ruhig größer eingehen. Hat den Vorteil, dass du natürlich größere Zielgruppe hast, eine längere Ad-Laufzeit. Wie am besten den CPM minimieren, Manners mit $25 das hoch? Kommt drauf an, schau mal auf den Relevanz-Score, vielleicht ist der zu niedrig. Es kann durchaus passieren, mir ist das letztens auch passiert, dass ich CPMs von 30, 40 Euro hatte am ersten Tag. Habe ich mir auch gewundert, aber am zweiten Tag ist es dann runtergegangen. Wie ändert sich Dropshipping 2018 im Vergleich zu Dropshipping 2016? Grundsätzlich, das komplette Dropshipping an sich ist eigentlich, also von den Strategien her, ist relativ gleich alles. Was ich jetzt im Vergleich zu 2018 machen würde, ist eben schauen, dass ich teurere Produkte verkaufe, mit BOGO-Offers arbeite, das heißt, dass ich eine höhere Average Order Value habe, dadurch, dass natürlich Facebook Ads natürlich ein bisschen teurer geworden ist. Das heißt, es ist schwieriger, vor allem Free Pass Shipping zu machen. Das würde ich momentan gar nicht empfehlen oder wirklich nur um Daten zu bekommen, aber grundsätzlich würde ich die Strategie zur Seite legen. Und natürlich jetzt mit der DSGVO wird es die Veränderung geben. Ansonsten grundsätzlich, ich sage ehrlich, 2016 hast du noch jeden Scheiß verkaufen können und du hast irgendwie Sales gemacht. Jetzt solltest du definitiv mehr Zeit in Product Research auch allgemein einfach investieren, weil die Leute natürlich auch Produkte haben wollen, was denen helfen, was denen unterstützt und die gute Produkte haben wollen. Und 2016 waren halt sehr viele Leute auch dabei, die einfach nur Scheiße verkauft haben und Geld verdient haben, teilweise nicht versendet haben. Und dadurch ist das so ein bisschen diese Schiene geraten. Aber wenn du aufpasst, welche Produkte du verkaufst, den Kundennutzen wirklich dir selbst überlegst, welche Produkte ich wirklich verkaufen kann, die schlussendlich den Kunden in irgendeiner Art und Weise helfen können, dann bist du immer auf der guten Seite. Mark Dion, Leute, ich lese das sogar vor, okay, Mark, Leute, gibt den Typ auf gar keinen Fall Geld, er ist ein Versager und sein einziges Einkommen sind die Kurse, er hat überhaupt keinen Erfolg und hält selbst selbe Shops daher geheim. Lieber Mark, du kannst dir gerne meinen YouTube-Kanal von vorn bis hinten ansehen und kannst dir meinen Content gerne ansehen und mal schauen, ob du glaubst, ob ich keinen Plan habe oder einen Plan habe. Gell? Hast du bei Oberlöser Supply Kontakt mit den Lieferanten? Ich habe Oberlöser Supply nur getestet, eben wie das funktioniert, war eh relativ zufrieden, aber Kontakt mit den Lieferanten da, zu der Zeit hatte ich nicht. Hallo Rick, bei meiner FB jetzt steigt der Preis pro Verkauf schnell an und kostet mehr als die Artikel selber. Falsche Zielgruppe. Ja, Problem ist immer, dass es kann mehrere Ursachen haben. Das heißt, das kann man pauschal leider nicht sagen, aber grundsätzlich ist eher falsche Zielgruppe. Also das ist der Hauptgrund ist meistens immer Produkt und Zielgruppe, was nicht passt. Bist du einmal mit dem Zoll konfrontiert worden? Nein, noch nie.
Warum benutzt du keine Instagram bei deinen Kampagnen? Grundsätzlich, ich mache es ab und zu, wenn ich wirklich Winning Products habe und da gehe ich Richtung Instagram und Instagram Stories. Aber für mich war Instagram nie so ein Fokus, weil einfach Facebook Ads für mich so oder so von Haus aus sehr gut funktioniert hat. Wie machst du das, dass ich deine Shops nicht finde, selbst wenn ich Ricardo Güdel Impressum in Google suche? Ich habe eine externe Firma gegründet, also eine Limited. Produkt ähnlich AirPods von Apple für 15 Euro verkaufen oder nicht? Würde ich nicht. Versendest du deine Marke selber oder hast du einen, der das für dich übernimmt? Fulfillment Center. Wieso du man so Must-Have anstatt Nice-to-Have-Produkte verkaufen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Pros nur Must-Have-Produkte verkaufen. Gibt es auch Nice-to-Have-Produkte, die gut laufen? Klar, das ist nur, ich sag euch nur als Empfehlung nach den letzten 2 Jahren, dass ich definitiv am meisten Erfolg hatte mit Produkten, die auch nützlich waren, im Gegensatz zu Produkten, die nice-to-have waren. Liest du DMs auf Instagram? Ja, jede Woche einmal circa, ja. Aber es sind sehr viele leider. Kannst du mal ein Video machen, in dem du zeigst, wie man CSV-Files für Supplier mit Shopify erstellt? Ich nutze dafür Export Order Pro, die App. Das ist dann relativ einfach. Ich glaube, da muss ich kein externes Video machen, weil Export Order Pro macht das für dich. Was waren bis jetzt deine Probleme beim Dropshipping ohne Kontakt zum Supplier? Grundsätzliche Probleme im Dropshipping sind immer die gleichen. Du hast lange Lieferzeiten und egal, ob du jetzt beim Supplier bist oder ob du oberes Supply hast. Was ist, wenn bei dir die ersten Lookalikes auch nicht laufen? Kommt drauf an, kommt immer drauf an auf die Werte. Aber grundsätzlich, wenn wirklich gar nichts läuft, killen. Glaubst du, dass gutes Marketing bzw. Branding dazu beitragen kann, dass man Schmuck und Accessoires trotzdem gut verkaufen kann? Oh, oder hast du dich wirklich schon davon ab verabschiedet? Nennen uns Produkte, die man nicht unbedingt braucht, aber trotzdem unbedingt haben wollen würde. Ja klar, ich sage jetzt nicht, dass Schmuck ist tot, ich sage nur, dass von 10 Leuten 8 anfangen. Und dadurch hast du natürlich automatisch mehr Konkurrenz. Ist logisch. Und also, nennen das Produkte, die man nicht unbedingt braucht, aber trotzdem unbedingt haben wollen würde, was man halt auf Facebook gut verkaufen kann. Du brauchst nur die Facebook dafür Beispiele, das ist immer schwierig. Nicht unbedingt braucht zum Beispiel das Isle of Jesus Armband oder das Buddha Armband. Braucht man sowas? Nein. Aber es hat sich trotzdem gut verkauft. Gibt es nach der DSGVO noch Lookalike und Custom Audiences? Ja, was ich weiß schon, aber ich glaube, du kannst keine E-Mail-Listen mehr hochladen. Man sagt ja, dass ein Besucher 7-mal den Shop besuchen muss, bevor er kauft. Stimmst du dem zu bei all deinen Impulskäufen? Dadurch, dass ich das meiste Geld meistens mit Retargeting mache, definitiv 7-mal. Es kommt drauf an. Es kommt natürlich auf den Produktpreis an. Jemand, der für 10, 15 Euro was kauft, wird definitiv mehr Impuls kaufen, als wie wenn du ein Produkt für 60, 70, 80 Euro verkaufst, wo er halt mehr Anstöße braucht. Gibst du in jedem Shop das Impressum an? Ja, solltest du. Nutzt du Tools wie Packstar oder Ecomhunt? Nee, also nicht. Ich habe es genutzt, ich schaue mal rein, aber grundsätzlich eigentlich nicht. Von all deinen erfolgreichen Sales, wie viele Leute von 100 haben sofort gekauft und wie viele mussten die Seite öfters besuchen? Also, das kann ich so nicht sagen. Ich meine, im Prinzip die Conversion Rate bei mir liegt zwischen 4 und 6%. Und
Aber definitiv von den Zahlen her ist Retargeting natürlich am stärksten. Was ist das mindeste Werbebudget für Facebook, das du empfiehlst, um definitiv richtig zu starten, messbare Ergebnisse? Messbare, ja, grundsätzlich, es ist so, diese 5-10-Euro-Strategien funktionieren, aber natürlich, umso mehr Budget du hast, umso leichter wirst du die tun und Facebook wird sich auch leichter tun. Also, ich sag mal, eigentlich 20 € Minimum pro Ad-Set, um wirklich zu wissen, wenn nicht mehr, weil Facebook will halt einfach so viel Geld. Aber wie gesagt, ich habe auch angefangen und du kannst dir, wenn du jetzt zum Beispiel eine Kampagne machst mit 10 Ad-Sets, sind 200 € am Tag, verstehe ich vollkommen, dass das nicht geht. Daher kamen ja auch diese Strategien von 5 und 10 € Ad-Sets, weil es dennoch im Prinzip, bis du ein Winning-Product findest, funktioniert. Aber dann solltest du natürlich schauen, dass du schon höherpreisige Adsets machst. Welche Quellen verwendest du noch außer Facebook und E-Mail-Marketing? Influencer, SEO oder sonstiges? Im Dropshipping gar nichts. Also da habe ich eh schon gesagt, dass grundsätzlich, sorry, außer Facebook und E-Mail. Facebook und E-Mail-Marketing ist eigentlich im Dropshipping-Bereich knapp 100%. Also SEO mache ich nicht aktiv, aber dadurch bei den Winning Products wirst du meistens dann auch ziemlich hoch gelistet, weil sehr viel Traffic drauf kommt. Das war damals auch der Fall bei Recoach zum Beispiel, dass wir auf einmal auf der Platz 1 waren, ohne dass ich irgendwas optimiert hätte, SEO-mäßig. Influencer ist trotzdem cool. Influencer werde ich zum Beispiel für meine neue Marke sehr stark verwenden, aber ansonsten für die reicht das. Welche Versicherungen sind nötig, um nicht in Probleme zu geraten. Ja, ich würde definitiv Rechtsschutzversicherung empfehlen. Also im Prinzip, ihr habt ein Business, okay? Dropshipping ist ja trotzdem ein Geschäft. Du bist gewerblich tätig und da will ich auch mein Gewerbe schützen oder beziehungsweise mich selbst schützen mit Rechtsschutzversicherung, mit einer Produkthaftpflichtversicherung, mit einer Betriebshaftpflichtversicherung. Am besten geht zu einem Versicherungsmakler, vielleicht habt ihr auch einen. Ich habe zum Beispiel einen, der hat mir alles aufgelistet und gesagt, okay, das brauchen wir und ja. Und das kostet auch meistens nicht. Oder ihr geht zur Versicherungsschmiede 24, heißt die so, ja. Würdest du auch ein geiles Produkt nur mit einem Bild vermarkten? Grundsätzlich mache ich nur Video-Ads, aber auch Bilder gehen. Kann man auch mit Bildern ordentlich zerlegen, definitiv. Du sagst ja, man soll etwas Hochpreisiges verkaufen. Als 20 €. Dein Isle of Jesus hast du für 6 € verkauft und der war Bestseller. Verschweigst du uns da was? Ich verschweige da den Fakt, dass es 2016 war. Wir haben heute jetzt 2018 und dadurch, das habe ich ja vorhin gesagt, mittlerweile würde ich eher Richtung höherpreisig gehen, also 20 € plus. Und würdest du Instagram-Kooperation empfehlen? Ich habe bereits eine Anfrage bekommen. Warum nicht? Hat dich mal ein Anwalt wegen irgendeines Scheiß abgemahnt? Noch nicht, nee. Wie bereitest du dich auf die DSGVO vor? Kommt ein Video? Bist du da eher chillig drauf, wie man dich kennt? Schon eher. Also, natürlich, ich finde es jetzt nicht geil, aber ich werde mir jetzt, wie gesagt, glaub mir, ich würde mir Sorgen machen, wenn es echt so ernst wäre, weil meine Existenz würde da auf dem Spiel stehen, weil ich natürlich im Online-Marketing tätig bin. Und daher glaubt mir, es ist eine Umstellung. Es wird vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig, aber nach 3 Monaten wird es wieder vergessen sein. Kann man, wenn man auf Social Media eine große Reichweite hat, mit dir kooperieren? Ich weiß nicht, was du genau meinst, kommt drauf an. Viel Text in deiner Ads oder eher weniger? Ich mache beides. Also bei Recoach zum Beispiel hatte ich immer viel Text und bei manchen Produkten habe ich einfach, dass ich die Zielgruppe anspreche. Du bist, keine Ahnung, Buddha-Fan, dann hol dir noch heute XYZ. Schmuck und Accessoires sind bei AliExpress, Amazon etc. immer besser. Würdest du da später nochmal einsteigen?
Ja, es steht im Raum mit einer Kooperation, dass wir aber eine Marke in dem Bereich gründen. Buchhaltung und Dropshipping, was machst du? Ich mache die Buchhaltung nicht selbst, aber ich habe es, also wir haben Zendesk. Hast du dir ganz für den Anfang auch einen Steuerberater genommen? Das erste Monat hatte ich keinen, wo ich gestartet bin und dann schon, ja. Bei vielen hochpreisigen Produkten machen Bogo-Offers oft keinen Sinn. Wie kann man bei solchen Produkten, zum Beispiel Toiletten, niemand kauft zwei Toiletten für eine gratis, die Average Order Value erhöhen? Ja, solltest du gehen Richtung Produkte, die du eventuell öfter verkaufen kannst. Aber wenn du grundsätzlich höherpreisig, wenn du mit höherpreisig jetzt 40, 50 Euro meinst, dann hast du ja theoretisch auch schon eine größere Profitmarge. Das heißt, du musst ja keine Bogo-Offers da machen. Ich rede von Bogo-Offers 10 Euro, 15 Euro Produkt. Dass sich das auszahlt. Was wird FB Mastery beinhalten? Alles, was ich weiß zum Thema Facebook Ads. Ich habe die Agenda eh hier, ich weiß aber jetzt nicht alles im Prinzip, also komplett, auch auf Business Modelle. Ein paar Boni wird spannend. Gab es bis jetzt irgendwelche Probleme beim Dropshipping, wo du auf der Leitung gestanden bist und nicht weiter wusstest? Ja, früher oft, also auch, du hast immer ein bisschen Kopfschmerzen dabei, weil natürlich sich Kunden aufregen, längere Lieferzeiten hast, das heißt, das ist halt Part of Business, sag ich mal, vor allem speziell im Dropshipping, dass du immer Gedanken machst. Wie viele Lookalikes startest du, nachdem du deine von Interests hast? 1 bis 10 oder nur mal die 1%? Ich mache 1 und 2% für den Start von allem. Und wenn es funktioniert alles, dann gehe ich erst drauf. Wo hast du dein Facebook-Know-how her? Irgendwo musst du dich ja informieren oder machst du alles selbst? Ja, die Grundkenntnisse habe ich mir beziehungsweise gezogen von Kursen und ein paar Strategien natürlich ausprobiert, was so umarschieren und dann halt auch viel durch Selbsttesten, viel durch Geld verbrennen. Und dann habe ich halt meine eigenen Strategien irgendwann, was halt für mich am besten funktioniert hat, entwickelt. Wie würdest du ein 50 € Hairstyling-Gerät auf Facebook targetieren? Ja, im Bereich zum Beispiel Beauty. Wenn du Beauty eingibst, kommen schon zig andere, alles was mit Beauty zu tun hat. Hairsalons, was gibt es noch? Maniküre, Pediküre, alles in diese Richtung. Hey Rick, wie am besten außer PayPal, wenn man keine Kreditkarte besitzt, seine Zahlung bei AliExpress tätigen? Zahlungen entgegennehmen kannst du mit Stripe, Stripe.com. Das wird dann mit Shopify verknüpft. Wenn du keine Kreditkarte hast, kannst du eine Prepaid-Karte holen. Und zum Beispiel N26 oder einfach googeln Prepaid-Karte. Und dann sollte das klappen. Also da brauchst du keine Sorgen machen. Wegen der Prepaid-Karte bekommt jeder, da kannst du dein Geld draufladen. Machst du deine Retargeting-Ads immer nur mit Catalog-Sales oder verwendest du die Ad aus deinen Interest-Ad-Sets? Beides. Das heißt, diese Catalog-Sales läuft durch. Und wenn ich Winning Products habe, mache ich auch, gibt es eher ein Video zu auf meinem YouTube-Kanal, der Retargeting-Ad-Funnel, glaube ich, heißt das Video. Wann ist für dich die Link-Klick-Rate einer Ad gut? Meistens Click-Through-Rate. Grundsätzlich gut finde ich sie 5% plus, okay finde ich sie 2% plus. Wie kann man denn bei Print-on-Demand profitabel werden, wenn mich ein T-Shirt im EK schon 14,50 kostet und ich es höchstens für 25 verkaufen kann? Ich habe schon T-Shirts gesehen, die 30 Euro dieses T-Shirt hier kostet. 50 Euro. Grundsätzlich 14,50 klingt für mich im EK ein bisschen viel. Ist das ein Premium-T-Shirt? Weil normalerweise sind die, glaube ich, mit 8 Euro. Was ich, 8 Euro so im EK.
Ricardo, kannst du mal kurz erklären, wie das mit dem Zoll ablaufen würde, wenn der EK über 22 Euro liegt? Wer muss die einfache Umsatzsteuer bezahlen? Grundsätzlich wird dein Kunde benachrichtigt und das ist schlecht. Also ich würde es nicht machen. Ich würde dir wirklich raten, also wirklich davon abraten, weil der Kunde bekommt den Brief, der Kunde muss dann rübergehen und das bezahlen und du kannst eh annehmen, was da. Das ist nicht gut. Was ist einfacher, Online-Marketing oder Dropshipping? Online-Marketing ist ein großer Begriff. Unter Online-Marketing fällt alles, was du im Internet vermarktest. Das können physische Produkte sein, das können digitale Produkte sein, das können Services sein, Dienstleistungen. Es kann ein YouTube-Kanal sein, den du aufbaust. Deswegen ist ein großer Begriff. Wie wird man über den abzuführenden Betrag informiert? Du nicht, dein Kunde bekommt entweder wird angerufen oder wie heißt das, Brief. Bin gespannt auf deine Marke. Vielen lieben Dank. Hey, ich halte eine Kampagne nach deiner Strategie, die gut gelaufen ist, ca. 2-3 Euro Purchase. Jetzt mit dem Wetterumschwung ist das völlig abgeschmiert. Ja, das Ding ist, es gibt Tage, da gewinnt man, es gibt Tage, da verliert man und das kann auch eine Woche sein. Das heißt, bei mir ist genauso oft Tage, wo ich Minus mache. Es ist genauso, dass ich vielleicht eine Woche habe, wo es schlecht geht. Und ich würde in dem Fall definitiv dranbleiben, weil wenn du deine Click-Through-Rate so hoch ist und die schon gegangen ist, solltest du nur ein paar Tage laufen lassen. Kann man auch Elektronikartikel dropshippen? Also von AliExpress nicht. Also würde ich definitiv nicht machen. Von Big Buy zum Beispiel oder von einem europäischen Händler, ja. Aber von AliExpress definitiv würde ich es nicht machen. Würdest du heute noch Kinder-Smartwatches verkaufen? Dropshipping. Dropshipping hätte ich es nie gemacht, weil es Elektronik. Würde ich auch nicht mehr machen. Das Ding ist, Rickwatch hat, oder die Kinder-Smartwatches haben einen ziemlichen Schaden davon bekommen, als die Bundesnetzagentur diese Funktion da verboten hat. Und seitdem ist das ziemlich abgeflacht. Was ändert sich für uns Dropshipper mit der DSGVO? Ein paar Sachen, dann kommt ein Video dazu auf meinem Kanal. Wie viele Lookalikes startest du denn, nachdem du deine Daten von den Interests hast? 1 oder 10%? 1 bis 10% oder nur mal? Das hast du schon gefragt. 1 und 2% Lookalike. Und wenn das funktioniert, dann gehe ich rauf auf 3, 4, 5 bis 10. Lässt du dir wirklich nur alle Produkte zu dir nach Hause schicken, weil dem Kunden nicht gefallen? Kommt drauf an. Je nach EK, meistens sage ich, lass und erstatte den Betrag, weil es zahlt sich ja nicht auch. Mit welcher App sendest du Bestellstatus, E-Mails raus, Klaviyo? Mal überlegt, mit anderen Systemen wie WooCommerce zu arbeiten? Nee. Check bitte fit dich in dein Instagram ab, mache ich. Hey, wie viel deiner Kunden kaufen wieder bei dir ein? Kann man aus einer Statistik rauslesen? Pff, unter 5%. Welche Kreditkarte würdest du für den Anfang empfehlen? Prepaid reicht, zum Beispiel N26 habe ich selbst. Ich habe mir Ultimate Special Offers auf deine Empfehlung gehört, aber die Notification updated nur auf der Card Page, aber nicht auf der Product Page. Ja, ich glaube, das ist auch so. Das heißt, du musst einstellen, wenn du auf zum Einkaufswagen klickst, dass es auf Card geht. Dann funktioniert es. Das sollte es funktionieren. Wo liegt das Problem, wenn eine Lookalike aktiv ist, aber nicht startet? Es kann sein, dass es länger dauert, bis es starten anfängt. Kann zwischen 24 und sogar, ich habe schon mal 3 Tage gewartet. Es kann an die Anzeige an sich liegen, es kann an der Zielgruppe liegen. Wenn das schon länger ist, würde ich den Support kontaktieren.
Hast du einen Weg oder ein Tool, wie du die Relevanz von den Interessen für deine Zielgruppen bewerten kannst? Ich versuche immer auf Marken und direkt auf ähnliche Produkte zu gehen. Ja, ist eine gute Strategie. Grundsätzlich, warum meine Strategie so ausgelegt ist, dass ich mir relativ egal ist, ich möchte, was am Anfang passiert, sondern mit dem Lookalike, weil ich nicht viel von diesen Interessen, Zielgruppen halte, ich persönlich. Das heißt, du solltest schauen, dass du so schnell wie möglich von dir wegkommst und dann auf Custom Audience Lookalike. Aber grundsätzlich, deswegen mache ich es mir auch so einfach. Das heißt, ich habe da keine Strategie, ich baller ein paar Keywords rein und mache das eben mit erster, zweiter und dritter Box. Hatte einen Dropshipping-Shop mit 35.000 Umsatz im ersten Monat, bekam aber trotz der ganzen Data fast gar keine günstigen Sales bei Facebook jetzt. Was könnte der Grund sein? Die Sales kamen über Content-Seiten. Das Problem ist, es kann tausende Gründe haben. Es kann am Produkt liegen, was meistens ist, Produkt passend der Zielgruppe oder überhaupt am Produkt, dass es zwar sich verkaufen lässt, aber nicht so profitabel verkaufen lässt. Deswegen solltest du eventuell schauen, dass du deine Average Order Value erhöhst. Wie viel Startkapital für alles drum und dran würdest du empfehlen? Schwierig zu sagen, weil ich persönlich hatte grundsätzlich nie viel Startkapital, aber ich würde sicherlich Richtung 500 bis 1000 gehen. Hab die automatische Weiterleitung zum Warenkorb aktiviert wegen Sticky Add to Cart. Wie ist deine Meinung? Direkt auf Cartpage weiterleiten oder lassen oder nicht? Ich habe es auf Cartpage. So Leute, ich habe noch 9 Minuten. Papa. Kam es vor, dass Lieferanten dich beschissen haben, also nicht geliefert hat? Geliefert meistens schon, aber oft, dass sie anders versendet haben, als ich bezahlt habe. Wie findest du deine Store-Namen? Nichts besonders. Ideenlos, ehrlich gesagt. Ich bin da sehr bequem, ihr kennt mich ja. Wenn man deine Umsätze und dein Facebook-Budget in Prozent rein, wie viel Umsatz hast du bei wie viel Budget? Was ist die Relation? Bei mir bewegt sich schon eher Richtung 30% gehen Minimum, also zwischen 3, je nachdem, jeder Monat ist anders. Ihr müsst verstehen natürlich, das ist nicht so, dass du jedes Monat 100, 150.000 Umsatz machst. Es gibt Monate, da hast du starke Monate, wo du vielleicht zum Beispiel 70, 80 machst. Da gibt es Monate, wo ich selbst nur 30.000 zum Beispiel mache oder 20.000. Und grundsätzlich, Facebook ist eigentlich der größte Part von den Ausgaben, weil die Produkte im Dropshipping-Bereich kosten nicht viel. Die Gebühren sammeln sich zwar zusammen, aber das ist in der Relation relativ wenig. Also ich würde schon sagen, dass das sicher Richtung zwischen 30 und 50% bewegt. Wie viel muss man verkaufen und zwar kein reines Profit zu haben? Kann man nicht pauschal sagen. Das kommt auf deine Produktpreise an, wie du kalkulierst. Wurdest du mal wegen Bilder abgemahnt? Nein. Wann kommen die neuen Videos in Ecom Hero? Bis Freitag, also bis Freitag ist die Pre-Launch-Phase, dann ist das vorbei und bis dahin sind alle Videos oben. Erklär mal den Ablauf, wenn man verfüllt, aber ohne Apps. Sprich, ohne bei Ali selbst zu bestellen. Was meinst du, wenn du einen Supplier hast? Ich habe Export Order Pro, wird exportiert und die Datei wird dann zum Supplier geschickt. Supplier bearbeitet das, nach einem Tag bekommen wir das zurück mit den Tracking Codes, mit hochgeladen. Ricardo, machst du noch ein Video, wo du Winning Products Targeting revealst? Kann definitiv sein, also im Prinzip in E-Combination wird noch was kommen, ob auf YouTube eventuell. Also Stripe und Prepaid, danke, Problem, ich finde, wo 5 bis 10 Gebühren anfallen. N26 kann ich dir empfehlen, die sind gratis. Ich möchte mich kurz für deinen wertvollen Content bedanken, sehr gerne. Findest du, man sollte gebrandete Nischen-Dropshipping-Stores erstellen oder lieber Impulskauf-General-Store? Ich mache lieber Impulskauf-General-Store in die Richtung, weil gebrandete Nischen ist schon auch gut, aber in Dropshipping natürlich trotzdem. Ja, also ich kann auch eins sagen, die meisten haben wirklich allgemeine Stores,
die was wirklich, keine auch 20, 30, 40k am Tag machen. Eine billige Uhr und top auf die Bestellung, gratis, 2 Euro im EK. Was hältst du davon als Catcher? Definitiv kann man testen. Umso mehr Value das Produkt oder allgemein der Paket hat, umso besser ist es. Glaubst du, es ist sinnvoll, aus Dropshipping-Produkten einen richtigen Brand zu machen, oder geht es wirklich darum, dass man nur die Produkte verkauft? Geht eher um Produkte verkaufen, sage ich ehrlich. Wenn du Dropshipping und wirklich dann eine Marke gründen willst, mit ein paar Produkten, was du eventuell Erfolg hattest mit Dropshipping, würde ich das komplett unter einem neuen Store, neuen Namen und dann wirklich auch importieren, beziehungsweise wirklich wie ein Brand da behandeln. Siehst du Dropshipping immer noch als beste Möglichkeit, um 2018 am schnellsten Erfolg im Online-Marketing zu haben? Ja, das Ding ist, mich sowas zu fragen, ich kann Dropshipping alles verdanken, was ich jetzt habe oder überhaupt. Ist einfach Fakt. Deswegen ist es für mich wirklich ein cooles Businessmodell. Aber jedes Businessmodell hat seine Vor- und Nachteile. Egal ob Dropshipping, ob du E-Commerce-Brand machst, ob du sowas machst, einen YouTube-Kanal startest, Personal-Brand, ob du Online-Kurse verkaufst, ob du Dienstleistung, Service, alles hat im Prinzip Vor- und Nachteile. Grundsätzlich, E-Commerce ist für mich, egal ob Dropshipping oder Brand, immer eine Einkommensquelle. Ich werde immer irgendwas haben, ob Dropshipping-Stores, E-Commerce-Marken, irgendwelche Beteiligungen, vielleicht da und da. Also E-Commerce, finde ich, ist eine relativ geile Möglichkeit, im Online-Marketing Geld zu verdienen. Hast du Rickshop ausgestellt, weil es keine Sales mehr gab oder einfach so? Ich habe eigentlich einfach so, und ich hatte dann schon zwei neue Stores gelauncht gehabt, die besser laufen. Und da bei Rickshop habe ich im Schmuckbereich dann nicht mehr so viel getan. Ich möchte Männer targetieren, die letztlich Schmuck für ihre Mädels kaufen sollen. Wie würdest du das angehen? Schwierig. Eventuell, dass du die Beziehung als vergeben verheiratet, das kannst du nämlich targetieren, und dann eben Männer. Nachdem deine Lookalikes laufen, machst du dann für dieses Produkt trotzdem noch Adsets mit Interests? Eigentlich kaum. Außer eben no, wie es Targeting. Number, also warum finde ich die Prepaid-Kreditkarte? Das heißt Number 26. Was hältst du von digitalen Produkten und deren Verdienstmöglichkeiten? Finde ich auch gut. Wie gesagt, ich mache es ja auch selbst. Das heißt, grundsätzlich, aber es ist nicht so einfach, wie alle das sagen. Es kommt darauf an, wie du es machst. Wenn du es so machst mit YouTube, Personal Brand und wirklich da in diesem Bereich, ist es natürlich wirklich auch viel Arbeit. Wollen wir nicht schönreden. Oder beziehungsweise, ich will niemanden deinen Eindruck zu vermitteln, nur wenn man weil die digitale Welt hat ja ein bisschen einen schlechten Ruf diesbezüglich mit digitalen Produkten. Vollkommen verständlich, aber. Grundsätzlich, es ist kein Selbstläufer oder so. Hast du dir überlegt, Shops auf deinen YouTube-Kanal zu analysieren? Nee, eigentlich nicht. Sehr super, danke für die Antworten. Gerne. Was war bis jetzt deine schwächsten Monate im Dropshipping im E-Commerce? Ja, es kommt darauf an. Es kommt darauf an. Also E-Commerce allgemein sicherlich 3.000, 4.000 Umsatz nur. Es war vor allem verstärkt im Rickwatch. Im Dropshipping-Bereich falle ich eigentlich nie unter 10.000 Umsatz. Oder selten. Das kann schon auch sein. Welche Möglichkeiten hat man, Vorsteuer zu beziehen? Geht leider nicht über AliExpress. Lieber eine Adset auf 200 oder mehrere duplizieren, wie zum Beispiel 4A50. 4A50 würde ich gehen. Bei welchem Return on Ad Spend skalierst du? Kommt darauf an, wie die Profitmarge an sich ist, aber schon ab 2, 3. Und wie viel würdest du persönlich ein Produkt verkaufen, weil es einen EK-Preis von 15 Euro hat? Es kommt auf den Produktwert an. Das heißt, nur weil es 15 Euro EK ist, heißt, das Produkt könnte 80 Euro wert sein in unseren Augen. Das heißt, aber grundsätzlich gehe ich Richtung mal 3 bis mal 5, 6, je nachdem.
Also jetzt können mal besser, mal schlechter laufen, stimmt, aber wann würdest du die Anzeige killen, also ab welchem CPP? Es kommt darauf an, der Cost per Purchase ist ja bei Ihnen anders, weil wenn ich ein Produkt verkaufe um 100 Euro und zum Beispiel 50 Euro Profit habe, kann ich eine Cost per Purchase von 25 haben oder 30 Euro haben, ist egal. Das heißt, grundsätzlich, wenn du wirklich zu sehr ins Minus rutscht, wie kann man das bei Supply einstellen, dass ein Kunde mehr als ein Produkt zum Warenkorb beziehen kann? Bei mir steht das nur ein Add-to-Cart, ohne dass man eine Stückzahl auswählen kann. Verstehe ich nicht, was Supply. Hey, wir haben jetzt einen Online-Store und der ist top. Werbung angefahren, Problem ist nur, es 70 Leute und die kaufen nichts. 70 Leute sind sehr wenig, sage ich ganz offen und ehrlich. Wie viel Euro hast du durchschnittlich pro Produkt für Recoach ausgegeben? Was du meinst du jetzt bei Cost per Purchase? Hatte ich zwischen 1 Euro und 3 Euro durchschnittlich. Woher bekommst du deine Werbevideos für die Facebook-Ads? Supplier von meinen. Sind die Tracking-Codes essentiell? Mein Supplier ist billiger ohne Tracking-Codes. Würde schon machen. Zur Kreditkarte N26 oder Fidor Bank. Kenne ich leider nicht, ich habe N26. Stress, wohl aus zeitlichen Gründen nicht beantwortet hast. Was meinst du? Der Music Master, thanks. Alles Gute, gerne. Ist Free Plus Shipping tot, scheint bei mir im amerikanischen Markt nicht mehr zu wirken. Würde ich nicht auch nicht mehr machen, auch bei den Kosten jetzt mittlerweile von Facebook jetzt. Hast du eigentlich eine neue Karre und wie war das bei der Rückgabe? Der war noch, doch leicht gechippt, musstest du was zuzahlen? Nee, den habe ich so verkauft, also ich habe ihn nicht zurückgegeben und neue Karre noch nicht. Ich kaufe mir jetzt ein Motorrad, ich mache gerade Motorradschein und im Juni ist die GmbH. Meine erste GmbH, weil ich möchte das Auto jetzt über die GmbH nämlich machen. Deswegen warten wir bis Juni. Was ich kaufe, habe ich noch immer nicht entschieden, aber vermutlich wieder das gleiche. Ich glaube. Hast du mal überlegt, auch deine Stores zu verkaufen? Nein, ich verkaufe keine Dropshipping-Stores, weil das ist meiner Meinung nach, keine Ahnung. Ein Dropshipping-Store hat für mich keinen Wert, wenn ich ehrlich bin. Weil ein Dropshipping-Store ist nur so gut wie ein Produkt, was gerade zur Zeit läuft. Ist einfach so. Eine E-Commerce-Marke hat trotzdem immer viel mehr Wert als ein Dropshipping-Store. Und vor allem, ja, das ist auch der Grund, warum ich meine auch nicht verkaufe, weil es bringt da nichts. Was hältst du von Big Buy oder AliExpress? Beides schon gemacht, ja. Was war bis jetzt von all den Produkten, die du vermarktet hast, dein ultimatives Bestseller? Also am schnellsten ist es definitiv mit der Kindersmartwatch gegangen. Also und da haben wir unter 6 Wochen 100.000 gemacht. Das war definitiv unter Top 3. Verkaufe Sonnenbrillen für Männer. Würde ich weggehen. Sonnenbrillen ist ein heikles Thema, vor allem mit den ganzen Marken. Nischen-Shop oder eher fast was alles anbietet. Ich würde immer starten mit allgemeinen Stores. Würdest du wegen der hohen Steuerpflicht in dein Land in ein anderes Land ziehen, um dort Geld zu sparen? Habe ich schon. Ich habe den Gedanken öfters am Tag, weil ich sehr viel Steuern zahle. Alleine möchte ich aber nicht. Also wenn Freunde dabei wären oder was auch immer, klar, gerne. Aber ich habe mir das lang durch überlegt und alleine in ein anderes Land zu ziehen, habe ich nicht so Bock. Nutzt du ClickFunnels? Im Personal Brand Bereich ja, E-Commerce eher weniger. Wie viel Geld sollte man für Werbung am Anfang ausgeben? Das ist no limit, bis du dein erstes Winning Product findest. Must-have-Apps, Zendesk, Sticky Add to Cart, etwas für Pogo-Offers sowie Ultimate Special-Offers, Bewertung-App. Und das sollte mal die Grundausstattung sein. Minimum. Ja.
Nutzt andere Ad-Strategien für High-Ticket-Items? Ja, ab und zu mache ich so Art Pre-Sale-Pages, aber eigentlich nicht für 50 plus. Für 50 plus nicht. Also ich mache das eher Richtung 100 plus, dass ich so Pre-Sale-Pages habe. Das sieht dann aus eben wie so eine stative Seite, wo halt der Kunde wirklich zum Kauf bewegt wird. Wie viel von all deinen Produkten, wie viel davon laufen mit Video-Ads und wie viel mit normalen Bildern? 100% Video-Ads. Hattest du deine M4 als Gewerbeleasing gehabt? Interessant. Nee, privat, aber jetzt auf Gewerbe. Sagtest du, schaltest ab und zu Werbung für 5 Euro am Tag. Meinst du da 5 Euro für die Kampagne oder 5 Euro für die einzelne Ad? Einzelne Ad? Thanks, Bro. Ich meinte nur, habt ihr vor 2 Jahren eine E-Mail Zahlungsempfang, Zahlung tätigen gesendet, du bei all den Stress wohl nicht beantwortet hast. Also eins, okay, sorry. Also ich wüsste jetzt nicht wo, aber sorry. Natürlich, wir bekommen sehr viel. Hattest du mal Stress mit dem Zoll? Nein. Fügst du zu jedem Produkt eine Produktbeschreibung hinzu oder nur bei den Bestsellern? Eigentlich zu jeder. Schaut einfach besser aus. Wie entfernt man den gelben PayPal Express Button im Checkout? Gibt es eine App für oder auch einen Code? Der müsste in der E-Communication Gruppe auch sein. Vielen Dank für die Zeit. Gerne. Jetzt mal abgesehen von Amazon Bestseller und AliExpress, wo siehst du noch, wo Produkte abgehen? Facebook direkt, Thief, T-H-I-E-F, ich glaube Thief.co. Es gibt so viele Seiten, du kannst sogar in ein Einkaufszentrum gehen und da Produktideen bekommen. Pinterest zum Beispiel ist auch immer cool. Instagram an sich, du kannst überall Inspiration holen. Kann man auf Facebook nachschauen. Klar, du kannst oben in der Leiste so Produkte suchen. Wie erstellst du deine Video-Ads? Hast du einen Editor oder machst du die selber? Ich habe einen virtuellen Assistenten, aber ich mache auch teilweise, wenn ich was schnell machen will, selbst mit iMovie. Mit wie vielen Produkten sollte man anfangen? Also wie viele Produkte sollte im ersten Shop sein? Ich sage Minimum 15, damit es was gleich schaut. Was denkst du, wann die Lieferzeiten bei Dropshipping nach Deutschland kürzer werden? Wann? Ich weiß nicht, ob das je passieren wird. Also von China definitiv glaube ich nicht. Wann ist dein nächster Livestream? Normalerweise immer erster Monat, beziehungsweise jeden Monat erster Dienstag. Was denkst du, wann die Lieferzeit bei Dropshipping nach Deutschland kürzer werden? Wann ist dein nächster? Achso, das habe ich hier schon geschrieben. Okay Leute, ich habe eh schon überzogen. Ich werde das hier jetzt beenden, weil ich wirklich los muss. Es hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Wie schon eben erwähnt, also live bin ich jeden ersten Dienstag im Monat. Normalerweise, diesmal war es ja nicht so, am ersten war ja Feiertag. Und deswegen. Und wieso sagst du immer, dass deine Kundenstraße Lieferzeit, obwohl auf deinem Shop steht, dass die Lieferzeit lange dauert? Trotzdem, es passiert trotzdem. Natürlich viel weniger. Aber es passiert trotzdem. Wie viel Zeit wendest du am Tag für Dropshipping auf? Mittlerweile eine halbe Stunde. Ist das möglich, bei Wish zu verkaufen? Würde ich nicht machen. Hans-Peter geht. Ja, ich muss jetzt los. Ich werde schauen, dass ich es heute beantworte. Soll ich Amazon Pay im Store lassen? Ich kann kein Amazon Pay anbieten. Ich komme aus Österreich. Das geht nur in Deutschland. Update zu DSGVO bis Ende der Woche. Eine Klasse verpasst, wann stellst du es online? Es wird automatisch in den nächsten 15 bis 20 Minuten wird es dann aufpoppen irgendwo. Wie bist du am Anfang mit dem negativen Feedback der Kunden umgegangen? Ich habe bis jetzt ca. 400 Euro und schon eine Menge böse E-Mails auf Facebook kommentiert. Ja, du gewöhnst dich dran. Also es ist ungut, definitiv, aber es ist eine. Lagerst du selber deine Records oder hast du Fulfillment Center? Okay, Leute, also wie gesagt, DSGVO bis Ende der Woche, Ecom Hero bis Ende der Woche, also es wird, deswegen habe ich auch ein bisschen Stress. Hat mich sehr gefreut, dass ihr alle oder dass die meisten hier waren und ich muss jetzt leider gehen. Wie gesagt, live bin ich wieder
ersten Dienstag im Juni. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg, eine erfolgreiche Woche. Haut rein. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Lasst mir gerne ein Abo da, würde mich freuen. Und macht es gut, haut rein, ciao, ciao.